Al, you've activated a genie information point. These are a great source of information, so do not ignore them. Unlogische Momente in Videospielen sind seit Jahren ein ziemlich spannendes und witziges Erlebnis. Und das ist es heute natürlich immer noch. Kein Spiel ist wirklich 100% realistisch. Es ist nahezu real, aber nicht mehr und nicht weniger. Es gibt unglaublich viele Spiele, die relativ gesehen unlogisch sind. Manchmal denkt man, ein Spiel sei realistisch, manchmal ist es aber genau das Gegenteil. Hier gibt es die unlogischsten Momente in Games, die uns mehr als unterhalten haben. Das ist wahrscheinlich das dümmste und kurioseste Game, was jemals existiert hat. Nintendo World Cup hat jeden Nintendo-Fan zum Lachen gebracht, weil es so unlogisch ist. Ihr könnt im Spiel andere Spieler totschießen, sodass sie nicht mal mehr aufwachen. Die witzigen Köpfe und allgemein das komplette Spiel dieser ganzen Geburten zeigen einfach das Unlogischste, was jemals überhaupt existiert hat, zumindest wenn es um Soccer geht. Der Topspin bzw. Fallrückzieher hat so viel Kraft, dass er nicht mal aufhaltbar ist. GTA San Andreas ist sowieso ein verrücktes Open-World-Spiel, was man nicht immer ernst nehmen kann. Aber dieser eine Moment, wenn du zum Friseur gehst und die unterschiedlichsten Frisuren bekommen kannst, war bemerkenswert. Der Witz ist, du kannst jede Frisur bekommen, von einer Glatze, die du geschnitten bekommen hast, bis hin zu einer Afro-Frisur. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wo kommen die ganzen Extra-Haare her? Bescheuerter geht es eigentlich kaum. Gamer haben sich hier speziell gefragt, ob sie so einen Friseur nicht einmal sogar mieten können. Das ist so ein Augenblick, den wohl keiner vergisst. Das actionorientierte Rennspiel namens Driver wurde 1999 veröffentlicht. Im Allgemeinen seid ihr der Driver, der diverse Missionen im amerikanischen Metropol erfüllen muss, indem ihr Rennen fahrt. Das war aber nicht alles gewesen. Euer Erzfeind ist die Polizei, vor der ihr abhauen müsst, wenn es darauf ankommt. Das Spiel beinhaltet kranke Stunts und Moves bis hin zu Mega-Crashes. Das meine ich wohl wortwörtlich. Die Unlogik des Spiels hat zudem für ziemlich viel Furore gesorgt. Wenn Polizisten hinter dir her sind, kann es nämlich so unrealistisch sein wie noch nie. Die Wagen fliegen hin und her und crashen sich auf eine krankhafte Art zu Ende. Das auch natürlich nur, um dich zu crashen. Und das zu Tode. An alle, die irgendwelche Action-Games gespielt haben, habt ihr euch einmal irgendwie gefragt, wie die unbegrenzte Munition zustande gekommen ist? Es wirkt so, als hätte jemand einem die ganze Munition irgendwo eingespeichert, so viel wie man schießen kann. Und ja, damit meine ich nicht mal irgendwelche Action-Games hier explizit. In fast jedem Action-Spiel ist es zumindest so, dass es irgendeine Waffe gibt, wo man unbegrenzte Munition hat. Dadurch fällt es dem Spieler vollkommen leicht, nicht nach anderen Gegenständen zu suchen, da er ja sowieso unbegrenzte Munition zur Verfügung hat. Dieser unlogische Moment, dass ihr einfach so viel schießen könnt wie möglich, gehört einfach auch zu den unlogischsten Momenten in Games.
Spielt ihr einmal GTA Vice City, wisst ihr, wovon ich spreche. Wie üblich könnt ihr bei GTA alles tun, worauf ihr Bock habt. Es geht hier dieses Mal nicht darum, dass ihr irgendwelche Glitches als Tommy Rossetti nutzen konntet, sondern einfach darum, dass wenn ihr über irgendwie, und merkt euch das, über Ampelrot einmal fahrt und euch die Polizei dabei sieht, keiner was unternimmt. Absolut keiner. Du kannst sogar Laternen umfahren und, und. Berührst du aber im Spiel einmal die Polizei, kriegst du sofort einen Stern. Koste was wolle. Das Unlogischste an der ganzen Sache ist, dass ihr die ganze Stadt umfahren könnt und keiner etwas sagt. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Als Marston kassiert ihr bei Red Dead Redemption viele Schüsse. Natürlich kann ein Mensch mehrere Schüsse aushalten, ohne dass er dabei sofort stirbt. Jedoch ist das hier etwas anders. In diesem Fall als Spieler habt ihr euch gewaltig geirrt. Marston, der Überlebenskünstler, kann nicht einmal schwimmen. Diese Unlogik hat genau in diesem Spiel gefehlt, nachdem der Protagonist niedergeschossen wurde. Ganz gleich, welchen Assassin ihr spielt, ihr greift eine Gruppe Soldaten an und während ihr angreift, stehen alle Gegner nur um den Spieler herum und tun die ganze Zeit gar nichts. Dann gibt es noch den guten Jumping-Moment, ohne sich ansatzweise zu verletzen. Vielleicht sind die Knochen des Assassinen mit zu viel Calcium umgeben, sodass ein Knochenbruch undenkbar ist. Man weiß es einfach nicht. Fest steht aber, dass nahezu alle Assassin's Creed-Spiele mit diesen unlogischen Details angereichert sind. Also, ihr wisst Bescheid, euch kann nichts passieren, ganz gleich, von wo ihr auch immer springt oder einfach auch mal irgendwelche Leute umbringt und es juckt einfach keinen. Es kommt natürlich immer auf den Skill an, wie gut ihr im Multiplayer bei Call of Duty Black Ops seid. Wir wissen, dass es einige Cracks da draußen gibt, die COD jeden Tag spielen. Doch das war nicht alles. Im Spiel könnt ihr das bekannte Messer nutzen, um eure Gegner zu eliminieren. Das Messer tötet einfach jeden, sofort und egal, wo man ihn trifft. Selbst wenn du dein Messer vom Arsch der Welt geworfen hast und ihn dabei triffst, stirbt er. Wenn ihr dann sogar gut seid, könnt ihr diesen unlogischen Moment als großen Vorteil für euren Killstreak nutzen. Das ist dann einfach übermäßig pro. Und das sind die unlogischsten Momente in Games, die wir nicht erwartet haben. Haben wir eure Favoriten vergessen? Schreibt es gerne in die Kommentare, so kann jeder davon etwas teilhaben. Ja.